Ich bin Schweizer, super toll. Borussia! Extra aus der Schweiz, aus Bern, für Gladbach. Mönchengladbach, Vorabell, ole, ole! Ich höre immer wieder dieses Schlagwort Kontinuität. Ja, die wenigsten leben es wirklich aus. Ich denke, dass das A und O ist, dass du als Club autonom bist, dass du dich diesen Drucksituationen auch entgegenstellst und letztendlich in der entscheidenden Phase auch deinen Weg gehst, wenn du da absolut von überzeugt bist. Ja? Wenn der Club dann überzeugt ist, man muss Positionen austauschen, dann ist das legitim. Ja? Aber das sollte nicht aufgrund der Tatsache sein, dass öffentlich der Druck auf den Club lastet. Dieses ominöse Alle an einem Strang ziehen, was ja oft betitelt wird, oder wir müssen 11 Freunde auf dem Platz sein, da ist viel, viel Wahrheit dabei. Es wird relativ platt immer abgedroschen, aber ich sage, das ist viel, viel Wahrheit dabei. Und du bist nur so stark, wie die Leute um dich herum sind. Und die machen dich als dann den Verantwortlichen, der dann, wenn die Sonne scheint, in der Sonne stehen darf, der dann auch im Regen steht, wenn es mal richtig regnet. Aber die Leute um dich herum, die ermöglichen dir es, dass wahrscheinlich mehr die Sonne scheint, als dass es regnet. Es ist so, ich habe von Beginn an sehr, sehr gute Gespräche mit Max Eberl geführt. Wir haben zusammen auf dem Platz gestanden als Spieler und wir kennen uns ganz gut. Und ich denke, dass wir dieselbe Philosophie vertreten, dass man sicherlich ein Gerüst haben muss und dass ich weit davon entfernt bin, jedes Jahr hier 10 neue Spieler auf dem Mannschaftsfoto zu sehen, sondern ich möchte ganz einfach mit dem Max, mit der Mannschaft zusammen was auf den Platz bringen, wo sich der Zuschauer mit identifizieren kann. Also anfangs auf jeden Fall war ich sehr, 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 sehr skeptisch mit Michael Fronzek, aber er hat es mit Maxi Eberl geschafft, eine solide Mannschaft auf die Beine zu stellen. Er hat eine absolut solide Saison gestellt. Er wurde nie bezweifelt, als auch mal nicht so erfolgreich war. Und ich meine, das ist das erste Mal seit wie vielen Jahren, dass wir einen Trainer eine ganze Saison haben? Seit 6, 7 Jahren oder so? Die Zusammenarbeit macht das eben so fruchtsam, dass man eben eine rege Kommunikation auf allen Bereichen hegt und pflegt. Und ich glaube, das macht unsere Arbeit auch so wertvoll. Und das versuchen wir aber nicht nur in unserem Vakuum Lizenzfußball zu halten, sondern das wollen wir quasi in den Jugendbereich reinstrahlen lassen, in den Scouting-Bereich reinstrahlen lassen. Also bei uns im Sport weiß im Grunde fast jeder den aktuellsten Stand der Dinge. Ja, wir treffen uns einmal die Woche, tauschen uns aus, spielen anschließend noch ein bisschen Fußball, soweit es noch geht. Ja, da sind allerdings keine Kameras mehr erlaubt. Was sehr, sehr freundlich beginnt und meistens zwiespältig endet, aber das ist genau Sinn und Zweck der Sache. Wir haben eine ausgesprochen gute Jugendarbeit. Ja, und von daher möchte ich, dass die Anbindung von Jugend und zweiter Mannschaft auch so eng wie möglich ist. Die trainieren also immer wieder mit und außer der Reihe fahren sie dann, sage ich mal, die sich hervorgetan haben, auch relativ junge Spieler mit ins Trainingslager, um dieses Gefühl des Profifußballs so früh wie möglich diese Erfahrung zu sammeln. Wenn ich jetzt sehe, wie bei uns in der Jugend gearbeitet wird, schon, ich weiß nicht, wenn ich vielleicht auch so in der Jugend trainiert hätte oder trainieren hätte können, wer weiß, wo ich dann gelandet wäre. Also von daher, auf der anderen Seite hatten wir natürlich auch sicherlich mehr Freiheiten. Die Jungs, die hier im Internat sind, müssen jeden Abend um 11 Uhr hier sein und nehmen sicherlich auch einiges in Kauf. Aber so ist es nun mal. Jede Zeit hat seine Gegebenheiten und da nützt es nichts zurückzuschauen. Alles hat auch Vor- und Nachteile. Ich denke, dass von klein auf hier ein sehr gutes Konzept erarbeitet worden ist in den letzten Jahren. Oder eigentlich mit der Zeit, wo ich auch hier war, habe ich es ja bewusst miterlebt. Ja, seit ich hier bin, habe ich mich persönlich also sehr gut weiterentwickelt, fußballerisch. Ja, das fing in der A-Jugend schon an, dann ging es über die Amateure bis zu den Profis. Da wurde ich super aufgenommen, weil die Mischung auch gut war zwischen alten, erfahrenen Spielern und jungen Spielern, die mich sehr gut aufgenommen haben, weil ich ja auch mit manchen schon zusammen gespielt hatte in der A-Jugend. Und haben ja eigentlich jedes Jahr irgendeinen Spieler nach oben bekommen, der dann noch seine ersten Spiele gemacht hat oder auch sogar dann verkauft werden musste, weil er eben zu stark war, Marco Marin oder Marcel Jansen. Und ich denke schon, dass der Verein da auf einem sehr guten Weg ist. Wir haben angefangen mit Marcel Jansen, Eugen Polanski, die jetzt in der Bundesliga für Furore sorgen. Marco Marin, Johannes Vandenberg waren die nächsten. Tobias Levels, der bei uns geblieben ist. Patrick Herrmann, Marco Reus, Roman Neustädter. Also ich könnte diese Namenlitanei fortsetzen. Es werden noch welche kommen. Wir haben jetzt aktuell 3 im Kader, die sogar noch A-Jugend spielen können, die aber schon im Profikader mit dabei sind, in Trainingslagern, in Freundschaftsspielen, um da quasi den Anschluss schneller zu schaffen. Und ich denke, die WM hat es gezeigt, dass das genau der Weg ist im deutschen Fußball, aber auch der Weg für Borussia Mönchengladbach.
Es geht ja nicht um Jugendwahn, es geht ja nicht darum, junge Spieler reinzuwerfen, nur weil sie jung sind. Ja, aber wenn die jungen Spieler natürlich sich anbieten über Trainingsleistungen, über Kurzeinsätze, über Freundschaftsspiele und ich als Trainer das Gefühl gewinne, der kann meiner Mannschaft helfen, dann ist mir das egal, ob der 16, 17 ist oder 38, das spielt keine Rolle. Mein Traum wäre es, hier zu bleiben, hier zu sein, weil wenn man das 5 Jahre gemacht hat, dann muss man erfolgreiche Arbeit gemacht haben, weil gerade in heutzutage, wo Sportdirektoren, Trainer ja eine große Fluktuation unterlegen sind, leider muss ich sagen, dass man eben nicht die Möglichkeit bekommt, auch mal durch Täler zu gehen, auch wenn das Tal noch so tief ist. Aber das ist eine sehr schwierige Situation, die Sie haben. Ich ziehe den Hut davor, dass die Verantwortlichen sich da zu Mike Fronzek auch nach wie vor stellen. Das ist selten in der Liga. Der Mike hat das schon nachgewiesen, dass er das schon mal bewältigt hat, so ein Tief. Ich drücke ihm den Daumen, dass er es wieder schafft. Und wenn ich in 5 Jahren noch hier sitzen würde und wir würden uns wieder treffen und ich wäre immer noch Sportdirektor für Mönchengladbach, dann ist alle Voraussicht nach Michael Fronzek noch Trainer, dann ist Präsidium das Gleiche und dann denke ich, haben wir erfolgreich gearbeitet. Ja, ich glaube, Sie schaffen das. Dirk, wenn du prognostizieren müsstest, was du natürlich nicht gerne machst, wo spielt denn Borussia Mönchengladbach in der Saison 2012-2013? Ja, wahrscheinlich gegen Fortuna Düsseldorf. Immer noch zweite Liga, weil sie steigen ja dieses Jahr ab, dann können sie nächstes Jahr wieder aufsteigen. 2011, 2012. Der Aufstieg ist ja immer das Schwere dann. Das wird nicht klappen, denke ich. Sagt Herr Völler. Hallo, Davide. Markus, hallo. Wir waren gerade schon bei der Kaderplanung. Ach, super, das kommt ja genau richtig. Nicht deine Position. Okay, dann. Der Jugend- und U23-Koordinator Markus Hirte und der U23-Trainer Goran Vukic, wir haben das Gespräch geführt und da ging es rein um die sportliche Bewertung bzw. die Hintergründe, Zusammensetzung der Mannschaft, Trainingsmöglichkeiten, Trainingshäufigkeit, diese Fragen, die sicherlich wichtig sind für einen Spieler zu entscheiden, ob das eine gute Station ist für ihn. Also ich spiele seitdem ich 3 bin, das heißt jetzt schon fast 19 Jahre Fußball. Und Fußball, das war damals schon mein Leben. Ich habe seit ich 8 bin, habe ich schon bei Leverkusen gespielt. Schon jeden Tag war ich in Leverkusen und Fußball ist einfach nur mein Leben. Düsseldorfer Fans sind doch nicht so schlecht. Also hört man zumindest so. Die finanziellen Rahmenbedingungen liegen auf dem Tisch. Dazu gehören Laufzeiten, Fixgehälter, Fixbezüge, Prämiensysteme, eventuelle Anschlusslösungen. Das ist hier relativ klar umrissen und da hat er da wieder jetzt die Zeit, sich da Gedanken zu machen. Also Spielen ist schon sehr wichtig. Für mich auch jetzt gerade persönlich, wo ich noch sehr jung bin, ist gerade die Spielpraxis sehr wichtig. Und das ist das Erste. Allerdings an zweiter Stelle kommt natürlich auch, wie trainiert so eine Mannschaft, wie professionell läuft das alles hier ab. Also am liebsten würde ich gerne ins Ausland gehen. Natürlich, also mein Traum wäre England, weil ich die Liga an sich als Superliga sehe. Und aber das ist noch ein bisschen utopisch, deswegen behalte ich erstmal ein bisschen den Ball flach. Wie wirst du Profi? 20% sind vielleicht Talent, vielleicht auch 30, aber viel mehr dann auch nicht. Alles andere ist dann eben der Wille, sich wirklich gegen.